eine Stunde für euch da. Und ihr seht schon, ich habe eine Black Roll dabei. Und jetzt keine Angst, wir werden wirklich so 45 Minuten wirklich flowen. Also die Faszie richtig schön in Bewegung bringen, mobilisieren, durchbewegen und wirklich so die ungefähr letzte Viertelstunde rollen. Das heißt, auch alle, die keine Rolle daheim haben, könnt ihr 45 Minuten super mitmachen, durchbewegen und danach richtig schön die Faszie freispüren. Also das ist heute so das i-Tüpfelchen, das ist so der Schluss. Das heißt, auch ohne Black Roll darfst du gerne mitmachen und wird ganz toll. Ich bin schon gespannt, wer alles dabei ist. Ihr dürft mir gerne schreiben, Kommentare schicken. Ich freue mich, ich sehe alles und ich stelle mich euch vor, dass ihr einfach da seid und mit mir diese schöne Stunde verbringt. Was brauchen wir noch? Eine Matte, was zu trinken vielleicht. Und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ich mache die Musik an und dann legen wir auch schon los. Wenn die Musik zu laut, zu leise ist oder ihr mich so nicht versteht oder ich zu sehr schreie, ihr schreibt mir einfach, gell? Ihr schreibt, ich rede. So nicht funktioniert das, gell? So, ihr dürft euch aufstellen, so die Füße leicht nach außen. Lasst die Arme hängen lassen, die Schultern ganz locker, lasst den Nacken ganz frei. Spür mal kurz in dich rein, wie geht's dir? Und dann nimmst du den rechten Fuß und kreist erstmal richtig schön die Fußgelenke. Schon mal die Balance hier spüren, genau, mit Vormittag, weil die Kreisrichtung wechseln. Genau, schreibt mir ruhig, wer alles am Start ist. Richtig große Kreise, aber dann kommt auch wieder auf die Matte. Ne? Und wir wechseln einmal kurz die Seite. Einmal linker Fuß, richtig eindrehen, ausdrehen. Ja, wir starten erstmal harmlos, mobilisieren, beweglich werden lassen. Und einmal die Kreisrichtung wechseln. Ne? Gerne dein Rhythmus. Alles, was wir heute machen, ist dein Rhythmus. Ne? Kommst in die Mitte, hebst beide Fersen an und wir kneten die Füße einmal durch. Hebst die Fersen weit über die Fußgelenke. Genau, richtig schön durchkneten. So, unser Fokus heute in der Faszienflow-Stunde sind einmal die Fußgelenke, die Hüfte. Ja, Hüfte und dann werden wir noch den Rücken bearbeiten, der ist immer mit dabei. So, wenn dein rechter Fuß oben ist, dann bleibst du hier. Mal große Kreise, jetzt wirklich aus der Hüfte, lässt die Fußballen ganz weit auf der Matte. Öffnest richtig groß, spürst mal aus der Hüfte, wie groß du dich aufdrehst. Wechselst einmal die Richtung nach innen, ja, und spür mal, wie geht's dir heute. Ja, so zwei, dreimal noch. Und dann bleibst du bei deinem rechten Bein und schwingst locker vor, zurück. Ganz entspannt, gell? Die Arme darfst du loslassen. Kurz die Balance finden, mal schauen, ob bei dir im Wohnzimmer noch eine teure Vase in der Nähe ist. Die räumst noch mal schnell weg. Genau. Und jetzt die gleiche Bewegung, innen, außen. Ja, super. So, ich sehe schon, ein paar sind am Start. Helene, Anja, ich freue mich, dass ihr da seid. Genau. Andi und Sue, sie sind auch am Start. Kommst in die Mitte und jetzt fangen wir an zu springen. So, die Faszien können wir auf ganz unterschiedliche Weise kräftigen, öffnen, beweglich werden lassen. Und durch das Springen geben wir ihr Kraft. Ja? Also wir wollen nicht nur locker, sondern auch Kraft in die fasziale Struktur geben. Und Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Die Mittagspause kurz auskosten. Sehr gut. Mal schauen, ob die Johanna auch am Start ist. Die ist am Start, sehr gut. In deiner schönen Wohnung. Ja? Super, stell dich euch vor, das ist super. So, bleibst einmal stehen, hebst die Fersen an, beugst die Knie und jetzt zuck mal mit den Fersen. Jetzt aktivieren wir richtig schön kraftvoll die fasziale Struktur unter der Fußsohle. Genau, schnell zucken und wenn du mal so ein bisschen wackelst, das macht nichts, gell? Ihr seid ja unter euch. Wir sind unter uns, gell? Und sieht ja keiner. So, zwei, drei Mal noch lockeres Zucken. Wupp, genau, schöner Katapult. Und zum Abschluss einmal absetzen. Spür mal kurz rein in deine Beine, in deine Füße. Es darf ein bisschen kribbeln. Ja? Und dann nochmal beide Fersen anheben und wir kneten durch. Ihr merkt, wir arbeiten am Anfang erstmal viel mit den Füßen. Ja, mit den Fußgelenken. Aktivieren die Unterschenkel. Ja, zum Abschluss behältst du links. Großer Kreis öffnen. Ja, ihr seht, ich mache spiegelverkehrt. Ihr öffnet jetzt eure linke Hüfte. Und dann wechseln die Kreisrichtung. Richtig groß werden.
Ja. Jetzt genau das Gleiche. Wir schwingen aus. Ganz locker, so locker es geht. Vor, zurück. Und am leichtesten ist es, wenn du die Arme dagegen schwingst. Ja? Genau, ganz locker. Und Faszientraining ist für jeden super. Ja? Ob du jetzt richtig sportlich bist, innen, außen, so ein bisschen regenerativer Anteil und auch Beweglichkeit in die Gelenke. Ja? Also wenn du so eine Tiefkniebeuge machen möchtest oder auch Langhantelstange vorne auf der Schulter absetzt, brauchst du Beweglichkeit in den Gelenken und dafür sind wir da. So, kommst in die Mitte und wir fangen wieder an. Und jetzt bleibe in diesem lockeren Hüpfen und müsst ihr leise sein. Ja? Eure Nachbarn, die unter euch wohnen, also ganz leise hüpfen. Und jetzt kommst du in so einen kleinen Split-Jump. Und während du so springst, kommst du mal an deinen vordersten Mattenrand. Genau, bleibst in diesem Split-Jump ganz locker lässig. Ganz entspannt. Und spürst mal rein. Jetzt müssen die Füße arbeiten. Ja? Achillessehne, Wadenstruktur. Und jetzt wiederholst du so oft, dass dein rechtes Bein hinten bleibt. Und federst mal deine rechte Ferse in den Boden. Und jetzt möchte ich, dass du jedes Mal die Ferse richtig auf den Boden schießt, als wäre da so eine heiße Herdplatte, gehst runter und doch nicht. Und jetzt feder weiter und setze mal die Ferse nach außen, nach innen, die hintere Ferse einfach bewegen. Ja? Und da gibt es vielleicht Stellen, wo du sagst, fühlt sich komisch an. Und andere Stellen, die ganz weich sind, ja? Ganz beweglich. Dann federst du langsam wieder in die Mitte. Genau, bleibst in der Mitte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie so ein Gummi, was wir jetzt auseinanderziehen. Und dann schießt du einmal weg. Einmal Gummi auseinanderziehen. Und wie so eine Steinschleuder. Vorspannen, wegschießen. Vorspannen, wegschießen. Mit deinem rechten Bein. Feder. Und ich mache jetzt die gleiche Seite, ja? Weil wir werden jetzt länger auf dieser rechten Seite bleiben. Und trau dich richtig locker. Ja? Richtig, hui, weg damit. Zwei, dreimal. Gerne nochmal so ein bisschen andere Richtungen. Ja? Und ihr seht, es muss jetzt gar nicht so elegant aussehen. Es ist eher locker lässig. Letzte Runde. Und zum Abschluss treffen wir uns im Ausfallschritt. Das ist immer. Nimm deine Hand neben deinen vorderen Fuß und wipp mal ganz locker dein Becken nach unten. Versuch ganz wenig Energie auf die Hände zu geben. Und während du jetzt wippst, spür mal, kannst du deinen hinteren Fuß lösen. Also wir werden viel bauen zu wippen, was wir jetzt machen. Die Sprünge haben wir schon geschafft, da kommt nichts mehr. Ja, wir werden viel verdrehen über mehrere Gelenke hinweg. Und federn und bouncen. So ein, zwei Mal noch. Ganz lässig. Hui, ganz locker. Wie so ein Flummi. Und zum Abschluss hältst du an. Jetzt öffne mal deinen linken Arm. Streck dich zurück. Ich mache die gleiche Seite wie dir. Kommst zurück. Setz dein hinteres Knie ab. Entspannst die Zehen. Schiebst dein Gewicht nach hinten. Zieh mal deine Zehenspitze zu dir ran. Bringst die Hände zurück. Genau, fächer die Finger auf und jetzt streck deine Zehenspitzen, heb dein Becken, dein Blick zur Decke. Setz dich wieder ab, nimmst die Arme erst nach vorne, meine Matte möchte mitmachen, gell? Streckst den hinteres Bein, linke Arm öffnen, spanne dich auf. Kommst zurück, stellst das Knie ab und jetzt langsam, lass dir Zeit, schieb dein Gewicht nach hinten, bring die Hände zurück. Und öffne, streck die Zehenspitzen, heb Brust und Blick. Und jetzt merkt ihr, jetzt brauche ich Beweglichkeit in der ganzen Kette. Ja? Hier öffnen, aufspannen. Susa ist auch am Start. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und jetzt spürst du, jetzt muss die Rückseite loslassen. Von den Beinen, die ganze Wirbelsäule. Und hier streck dich, heb deinen Blick zu dir. Und ich gleich in der Deko, das ist auch schön. Oh, letzte zwei Runden noch. Spanne dich auf. Das passiert dir vielleicht auch, gell? Dass ihr einmal kurz im Schrank steht. Gell? Ich stehe halt heute kurz in den Blümchen. Und spanne dich auf. So, deine letzte Runde. Und du darfst immer alles in deinem Tempo machen, gell? Fühl dich nicht gehetzt. Und spüre, wie du dich richtig schön auseinanderziehst.
lang machst. Setz dich, trau dich, wenn du sitzt, die Hände zu verlagern. Schieb dich nach oben. Kommst zurück und dann treffen wir uns das nächste Mal vorne. Ziehst dich lang. Hebst jetzt nur den Oberkörper an. Und jetzt schau mal, dein vorderes Knie steht über der Ferse. Du rollst dein Schambein an. Entspannst die Arme. Und jetzt locker lassen. Genau. Musik, Frisur, alles perfekt. Ich freue mich. Übrigens, ich war gestern beim Friseur. Gell? Man glaubt es kaum. Wunderschön mit Maske. War super. Genau. Ich habe Connections, gell, dass ich gleich am nächsten Tag rankomme. Ich sah aber auch aus, gell? Wo Thomas gesagt hat, es sah schön aus, gell? Mit langen Haaren. So, 3-4 Mal noch. Wupp, wegschießen. Wegschießen. So, jetzt brauche ich den Katapult im vorderen Fuß. Wupp, wegschießen. Jawohl, locker. Wupp. Letzte Runde. Und dann treffen wir uns vorne. Erdest die Hände. Schiebst dich nach hinten in dein Dreieck. Und jetzt knete mal die Füße durch. Mal rechts runter, links runter. Mal die Fersen gerne nach außen. Und jetzt nehm mal das Bild weg, dass es besonders aussehen muss. Das ist völlig egal. Mal die Fersen nach innen. Vielleicht beugst du mal die Ellenbogen. Vielleicht bist du ganz gestreckt. Alles erlaubt. Nehm das Bild weg, wie es aussehen muss. Muss gar nichts. Zum Abschluss die Fersen hoch. Die Fersen so tief es geht. Lass deinen Kopf neben deinen Oberarmen. Genieß die Länge. Ja, gerade heute Morgen spür mal deine Rückseite rein. Wie geht's dir? Setz die Knie ab und lass die Zehen aufgestellt. Und wir setzen uns gleich in diesen schönen Toe Stretch. Was wir jetzt machen, wieder Beweglichkeit in die Füße, Zehengelenke. Es kann jetzt sein, dass du sagst, oh, Sina, du spinnst, gell? Dann atmen. Und ihr dürft das denken, ne? Ich bin euch nicht böse. Das werden mehr bedenken. Ne? Und es kann sein, dass du sagst, wieso, ist doch ganz entspannt. Dann genieß es. So, wir machen einen kleinen Flow hier. Lässt die Arme locker. Kommst mit dem Gewicht vor. Entspannst deine Zehen. Setz dich kurz hin. Verlagerst leicht das Gewicht. Kommst leicht vor. Stellst deine Zehen wieder auf. Und verlagerst das Gewicht. Kommst nach oben. Gell? Und es darf erstmal wackeln. Gell? Lass den Oberkörper erstmal ankommen. Jetzt wieder Gewicht nach hinten, Knie nach vorne. Wieder vor und die Zehen wieder entspannen. Gewicht wieder leicht zurück. Probier mal, ob es jetzt besser klappt. Komm nach vorne. Genau. Einmal auf die Zehenspitzen. Oberkörper vor und schieb dich einmal auf. Finde deine Balance. Setz deine Knie wieder nach vorne. Zehen entspannen, verlager kurz das Gewicht. So 2-3 Mal noch. Und ihr seht ja, bei mir wackelt es gerade, gell? Aber vielleicht wird es jedes Mal ein bisschen besser. Wir wollen richtig schön die Füße vorbereiten. Du entscheidest, wann du was machst. Und es ist okay, wenn die Füße spürbar werden. Ja, das wollen wir. Vielleicht ein bisschen ungewohnte Bewegung. Letzte Runde. Schau, es klappt schon besser. Ja? Bei euch bestimmt auch schon. Nach vorne und nach hinten schieben. Und dann komm wieder nach vorne mit den Händen in dein Dreieck. Und vielleicht fühlen sich die Füße schon anders an. Und jetzt beginnst du sanft beide Fersen zu wippen. Und wenn wir wippen, mach das mal schnell und aktiv, sodass du das Gefühl hast, du brauchst jetzt gar keine Kraft. Ja, richtig schnelles Wippen deiner Fersen, ganz locker lässig. Dum, dum, dum. Genau, schönes Öffnen, Lösen der Rückseite. Und das springt jetzt die fasziale Struktur auf, wenn sie verklebt ist. Zum Abschluss hältst du an. Ja, aber jetzt brauche ich wieder den linken Fuß nach vorne und jetzt zwar nach außen. Nehmen deine linke Hand, jetzt nochmal außen. Könnt auch gerne neben die Matte gehen. Genau, streck nochmal den Scheitel, die hintere Ferse weit weg. Jetzt öffnest du dein linkes Knie nach außen. Seht ihr, komm auf meine linke Außenkante, Fuß und wieder zurück. Ich mache die gleiche Seite wie ihr. Gell? Links öffnen und wieder zurück. Spür mal, wie die Hüfte beweglich wird. Gell? Da können jetzt so mehrere Zonen meckern, spürbar werden. Und jetzt wollen wir richtig schön, ihr merkt, dass wir dehnen über mehrere Gelenke. Das hintere Bein ist ganz lang, die Hüfte geöffnet. Und öffnen jetzt mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr. Ziehen nach außen, auf die Außenkante vom Fuß.
Machen wir noch zweimal. Spür mal in die Hüfte rein. Was gibt es da zu entdecken? Und gerade wenn wir viel sitzen, aber auch wahnsinnig viel Sport machen, ist oft die Hüfte sehr fest. Gell? Und die beeinflusst dann auch dein Kreuzbeingelenk, deinen unteren Rücken. Deswegen wichtig, frei zu werden. Jetzt bleibst du mal geöffnet, drückst dich auf deine rechte Hand, ne? Und löst deinen linken Arm zur Ecke. Spanne dich ab, dreh dich weiter, verlagere dich noch mehr auf deine rechte Hand, löse dein linkes Knie nach oben. Ja, jetzt darfst du Kraft geben. Setz den linken Fuß nach hinten, lass die rechte Ferse oben und spanne dich in einen wunderschönen Bogen. Zieh dich bis in die Fingerkuppe. Jetzt malst du wieder den Kreis zurück, ziehst das Knie mit deiner Bauchkraft wieder in die Ausgangsposition. Da sind wir schon wieder. Machen wir nochmal. Öffne, spanne dich auf, dreh dich nach oben. Setz den Fuß ab, spanne dich in die Länge. Jetzt Bogen spannen mit deiner Bauchkraft. Zieh den Fuß wieder nach vorne und setz die Hand ab. Probieren wir noch zweimal. Jetzt wieder öffnen. Aufspannen, zieh den Fuß nach oben, schieb dich weiter, genieße es richtig groß und dafür ganz langsam. Letzte Runde noch für dich. Spür mal, was passiert. So, jetzt spätestens dürfte dir warm werden, das wäre schön, ne? Jetzt darf der Körper ankommen. Und wenn du vorne wieder ankommst, dann bleib hier. Schieb dich in die Länge. So, ihr bleibt so. Genau, spanne dich auseinander in dein Dreieck, geh wieder zurück und genieße kurz die Länge. So, du lässt die Zehen nach vorne geschaut, unser Elephant Walk, wir wandern ganz langsam vor. Setz mal den rechten Fuß vor den linken, ganz klein, streckst, wenn möglich, beide Beine. Setz den linken Fuß vor den rechten. Lass dir Zeit, die Beine zu verlängern. Und jetzt lass dir Zeit. Spür mal, es ist so schön, ja? Hier dieser Stretch. Wie beweglich ist die Rückseite. Und ihr merkt, es ist wenig statisch. Ja? Wir aktivieren, mobilisieren. So, letztes Mal. Jetzt gehst du so weit, dass dein linker Fuß vor deinen rechten kommen, so eine kleine Schrittstelle. Traust dich den Kopf locker lassen, die Schultern locker lassen. Bleibst in dieser Schrittstellung, kommst mal ganz nach unten in die Hocke und schiebst dein Becken wieder zur Decke. Einmal ganz nach unten schieben und wieder ganz hoch. Das ist jetzt erstmal egal, ob deine Fersen in die Luft kommen. Gell? Meine Hinterferse kommt hoch. Zweimal noch so geführt. Und letzte Runde geführt. Jetzt wieder Katapult. Wir spannen wieder das Gummi. Und zwar, wenn wir unten sind, das Geflügel wieder aufspannen. Und wenn du hochkommst, schießt das hintere Bein hoch. Kommst wieder langsam tief und wir schießen nach oben. Langsam tief und wupp, nach oben. Genau. Hab das Gefühl, du führst die Bewegung gar nicht. Du darfst richtig schießen. Ne? Traut euch bis zu eurem Kronleuchter nach oben zur Decke. Wupp. Zwei, dreimal. Traut euch, das Bein locker lassen. Ne? In der Regel ist das fest an deiner Hüfte angewachsen, das Bein. Ne? Da passiert nichts. Traut euch. Wupp. Letzte Runde noch. Dann schließe vor, lass den Kopf hängen, beug die Knie, roll dich auf. Spür mal kurz rein. Atme tief ein. Ausatmen. Kurz runterholen. Marina ist auch am Start. Ich freue mich. Ja, schön, dass du dabei bist. Beug die Knie. Auf dass wir uns bald wieder treffen. Ja? So, komm nach oben. Und wir springen wieder. Unsere Split Jumps. So, herrlich. Ja? Ist doch wie bei Bobby und Zoll im Stuhl, oder? Ist doch nichts anderes eigentlich. Ja? Ihr seid da, ich bin da. Was soll denn noch passieren? So, wiederhol, dass der linke Fuß oder dein linker Fuß hinten ist und du federst deine linke Ferse. Und wieder, denk an die heiße Herdplatte. Wegschießen. Gerne nach außen, mittig, nach innen. Ja, schönes Gewebe lösen. Es kann immer mal sein, dass bei dir ein Zungenmeck hat. Ja, du kannst so sicher sein, dass das Gewebe fest ist.
verklebt ist. Da lösen wir es jetzt. Dafür sind wir da. In die Mitte zurück. Und jetzt denk an die Steinschleuder. Gummi vorspannen. Wupp, Stein fliegt. Gummi vorspannen. Ui, jupp. Gerne mit Ton, gell? Ui, jupp. Und wieder in alle Richtungen. Genau, ich höre euch. Ui, jupp. Ja, alle Richtungen. Innen, außen, vorne. Alles ist richtig. Gell? Da gibt es nichts falsch, außer du führst. Gell? Richtig aufschieben. Zweimal lang. Wupp. So, letztes Mal, wir treffen uns unten. Wupp. Tschack. Und fährst lockeres Becken. So, jetzt traue dich wieder den hinteren Fuß. Wupp, luftig. Auch hier, heiße Herdplatte. Und ganz locker. Hui. Wie ein lockerer Flummi. Ah, den hätte ich ja mitbringen können. Gell? Die Michaela hat mir so einen schönen, liebe Grüße an Michaela, einen schönen Flummi geschenkt. Den hätte ich ja mal mitbringen können. Gell? Weil ich mal ganz viel Flummis in der Stunde habe. Letzte Runde. Und einführen. Rechter Arm, spann dich auf. Kommst zurück, setz das hintere Knie ab. Stretch. Wenn du hinten sitzt, Hände ablegen. Streckst die Zehen, hebst dich ab, das kennst du schon, ja? Kommst zurück, nach vorne, streck die Hände, rechter Arm öffnet, streck dein hinteres Bein, kommst zurück. Jetzt müssten wir die zweite Seite haben. Falls euch mal auffällt, Sina, das haben wir nicht gemacht, gell? Oder ich habe was vergessen, schreibt mir natürlich anonym und sagt mir, Sina, das müssen wir noch machen. Also wir haben jetzt noch viel, was wir machen müssen. Gell? Müssen wir jetzt nicht schreiben, wir haben noch viel. Ja, ich habe die zweite Seite, starten wir jetzt erst. Wir machen noch zweimal. Und spür mal, wie ist die zweite Seite. Es kann immer sein, dass eine Seite leicht ist und die andere denkt, es gibt doch nicht, was da passiert. Gell? Oft sind wir so ein bisschen schief. Nicht nur oft in der Kraft, das merkt ihr, gell? Sondern auch in der Beweglichkeit. Ja, so letzte Runde noch für dich. Aufspannen. Und auch Faszientraining kann man auch schön, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin super sportlich, gell? Kann man das auch vor dem Krafttraining dann machen. Gell? Dann sind die Gelenke bereit. So, wenn du vorne bist, halten wir an, Ausfallschritt und hebst dich an. Knie ungefähr über der Ferse, Becken einrollen und Katapult. Wupp, schieß dich weg. Wupp, wupp. Und versuch richtig mit dem Fuß dich wegzuschießen. Wupp, richtig schöner Katapult. Hui, hui, da mal wieder den Flummi. Hui, jupp, tschupp. So, zwei, drei. Hopp, lockere Bewegung noch. Ja, und den Rest darfst du entspannen. Zum Abschluss, tiefste Position. Bringst die Hände wieder zurück. Streckst dein hinteres Bein. Wir treffen uns im Dreieck. Ja, kneten wieder durch. Und jetzt spür mal die zweite Runde. Ist vielleicht schon weicher. Alle Richtungen. Zum Abschluss. Beide Fersen hoch. Beide tief. Setz die Knie ab. Zehen aufgestellt lassen. Toe stretch. Das kennt ihr schon. Komm nach vorne. Zehen lang. Verlager dich nach hinten. Vor. Zehen aufstellen, komm nach oben. Upp. Komm nach vorne. Dein Tempo. Genau. Jetzt dürft ihr größer werden. Hochziehen. Und wenn du jetzt nach hinten gehst, Knie hoch. Upp. Genau, wenn möglich. Ja, du machst alles so, wie es für dich möglich ist. Und das Schönste, die schönsten Übungen sind immer die, die so einfach aussehen. Gell? Denk mal, was machen die denn da? Gell? Was machen die denn da? Und das sind meistens die schönsten. Zweimal noch. Gell? Das kennt ihr doch, gell? Schaut mal einen Kuss, hör mal und denkt, naja, das kann ich auch, gell? Und dann macht man sich immer, oh, doch nicht, gell? So, letzte Runde. Und dann komm wieder nach vorne. Streck dich in dein Dreieck und spür mal die Füße ein. So, deinen rechten Fuß brauche ich nach außen. Außen, an deiner Hand. Jawohl. Kommst an, drückst den Oberschenkel nach außen und wieder zurück. Nach außen und wieder zurück. Spür mal jetzt in die rechte Hüfte. Rausdrücken und wieder in die Mitte. Schieben. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, rechts und links total unterschiedlich. Ja? Lerne mit jedem Ausatmen reingehen.
steigern einfach. So, jetzt trau dich, außen zu bleiben. Spür mal deine linke Hand. Lass den linken Ellenbogen lang. Jetzt dreh dich auf. Öffne dich. Ich dreh dich extra mal weg. Ja? Löse den rechten Fuß. Ich habe die gleiche Seite wie ihr. Rechten Fuß aufstellen, Ferse breit. Heb dein Brustbein, dein Blick nach hinten oben. Kommst zurück. Jetzt Bauchkraft. Zieh den Fuß nach vorne. Probier mal nochmal. Knie nach außen, Oberschenkel nach außen. Öffne, streck dich. Zieh das Knie hoch. Setz den Fuß ab und spann dich auf. Öffne dich. Ja, aber machen wir noch zweimal. Und immer dein Rhythmus. So wichtig, dein linker Ellenbogen bleibt lang. Zieh dich aus der linken Schulter richtig schön raus. Spann an den Bogen, strecke die vordere Kette. So, deine letzte Runde noch. Öffnen. Aufspannen. Aufdrehen. Finde deine Balance. Aufziehen. Kommst wieder nach vorne. Upp. Streckst dich nochmal in die Länge. Spannst dich auseinander. Schieb dich zurück. So, jetzt drehst du deine Fersen nach innen, die Zehen nach außen. Unser Elephant Walk. Linker Fuß startet und jetzt lass die Füße ausgedreht. Strecke die Beine, wenn möglich. So wanderst du langsam nach vorne. Ganz langsam, lass dir Zeit. Langsamer Weg. Schön ausgedreht. Spür mal, ist es schlimmer? Leichter, gleich intensiv. So, du wiederholst, dass du vorne ankommst. Nimmst dann die Füße, Zehenspitzen wieder nach vorne. Jetzt ist dein rechter Fuß vorne. Und dann setz dich erstmal in die Hocke und kommst wieder zurück. Nochmal in die Hocke. Jetzt darf die Ferse sich ruhig lösen. Ne? Und wieder in den Stretch. So, zwei, dreimal noch. Dass erstmal der Körper weiß, wo muss ich hin. Ne? Letzte Runde noch. So, jetzt zum Abschluss. Langsam tief gehen. Und dann schießt du dein linkes Bein nach oben. Wupp. Jetzt gehst du wieder langsam tief und schießt dich hoch. Weg damit. Tiefer weg und schießt dich nach oben. Zweimal noch. Trau dich, locker das. Manchmal ist es so, dass es ein bisschen kracht und scheppert. Ja, in der Hüfte. Letzte Runde. Wupp. Beide Füße nebeneinander. Lass den Kopf hängen, die Schultern. Ganz locker lässt. Beugst die Knie und rollst dich langsam auf. Gut. Magst du kurz was trinken? Stärk dich. Schenk dir kurz deine Zeit. So. Dann darfst du gerne den Blick zu mir nehmen. Dich wieder einrichten. Guck mal, was nächstes kommt. Und du darfst die breiten Füße nehmen. Kommst mal nach unten. Bringst die Ellenbogen auf die Innenseite der Knie. Und jetzt siehst du, mein Becken ist die Höhe der Knie. Braucht nicht tiefer kommen. Ne? Jetzt, linker Arm startet. Drück mal den rechten Ellenbogen nach außen. Kommst zurück und wechselst. Drück den linken Ellenbogen gegen deine Innenseite und wechselst. Schau mal richtig zur Decke. Öffne die Brust. Die Nina ist auch am Start und der René. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Oh, ich sehe dann eure Gesichter vor mir, das ist immer toll. Ne? Da fühle ich mich nicht so alleine, wenn ihr da seid. So, jede Seite noch einmal. Öffne dich. Letzte Runde noch. So, bleibst hier. Bringst die Finger an die Zehen. Setz dich nach unten. So, jetzt verlagerst du mal das Gewicht nach rechts, nach links. Verlagerst mal das Gewicht nach vorne, nach hinten. Spürst mal, wie beweglich ist die Hüfte. Und dann malst du kleine Kreise. Gewicht verlagern. Mal vor, mal zurück. Spürst die Füße ganz wach. Spürst mit den Ellenbogen, darfst du gerne die Knie mal leicht nach außen schieben. Ja, kommst in die Mitte, lässt den Kopf hängen, schließt die Füße wieder. Ein Fuß passt dazwischen. Kopf hängt, roll dich langsam auf. Bringst du die Finger in die Schläfen. Jetzt mache ich wieder spiegelverkehrt. Dein rechtes Bein kreuzt hinten, Außenkante vom Fuß ist im Boden. Siehst du das? Genau. Jetzt spanne den rechten Arm hoch. Linke Hand wandert tief.
Jawohl. Jetzt spanne dich auf. Und jetzt ist euch auch warm. Das ist schön. Nicht nur mir, ne? Jetzt darf es heiß werden. Genau. Faszientraining ist toll. Ja, den Kreislauf in Schwung zu bringen. So, jetzt spür mal deine untere Hand. Zieh dich tief. Tief. Streck mal deine oberen Finger und streck mal den oberen Ellbogen. Jetzt nehmen wir die seitliche Kette vom Sprunggelenk, ganze Außenseite. Und wenn ich jetzt beugen würde, ist sie unterbrochen. Ich will lang nehmen. Jetzt bleibst du in dem Feder und federst mal schräg. Diagonal. Ja, jetzt noch mehr. Schräg. Diagonal. Noch mehr tief. Ja, es wird interessant. Jetzt beide Hände nach unten. Komm. Schieb dich in die Seite. Jetzt Feder so tief es geht. Vielleicht kommen die Finger an den Boden. Muss aber nicht, gell? Ich kann auch hier federn. Und jetzt Feder in alle Richtungen. Alles erlaubt. Gut. Richtig aktiver, faszialer Stretch. In die Mitte. Bleibst hier unten. Schließ die Füße wieder nebeneinander. Kopf hängt. Roll up. Finger an die Schläfen. Linker Fuß, hinten kreuzen, Außenkante, streck dich, komm tief, spanne dich auf und wir federn rein, rein, so ein richtig schönes Pulsieren. Und nimm mal die Hand, arm in die Rippe kurz, spür mal hier und da verschieben sich jetzt die Faszienschichten, vielleicht spürst du das, wie sich unter deiner Haut, direkt unter der Haut was bewegt. Das ist die fasziale Struktur. Hoppala, die ist direkt unter der Haut. So, Hand wieder lang. Unter anderem, gell? Wir haben auch noch tiefere Schichten. Jetzt wieder schräger werden. Wir haben auch fasziales Gewebe in der Muskulatur. Ja, also hüllt wirklich den ganzen Körper aus. So, jetzt beide Hände. Ganz egal, kommen die auf den Boden oder bleiben die in der Luft. Das ist wirklich, du ziehst für dich schräg. Diagonal. Spür mal, was passiert hier. Dann wieder langsam in die Mitte federn. Groß pulsieren. In die Mitte. Lässt den Kopf hängen. Schließ die Füße wieder nebeneinander. Kopf ist locker. Rollst dich auf. Und spür mal kurz rein. Jetzt darf ein bisschen kribbeln. Streck dich nach oben. Ein bisschen witzeln. Machst dich rund. Rollst dich tief. Gut. Von hier setz dich tief in den Vierfüßlerstand und du darfst dich einfach bewegen, wie so eine kleine Welle. Genau. Und jetzt dürfen auch die Ellbogen mal beugen, strecken, ganz egal, gell? Mach es ganz weich, beweglich. So, jetzt habe ich noch mal eine schöne Hüftöffnung. Wir kommen erst wieder ins Dreieck. Das kennt ihr schon. Vielleicht spürst du schon einen Unterschied. Jetzt brauche ich mache die gleiche Seite. Linkes Bein kurz hoch, das war die Rolle, genau. Und jetzt brauche ich die Taube. Vielleicht kennt ihr die aus dem Yoga, für die meisten. Ja, links ist jetzt vorne. Ich schaue, das linke Bein schaut sozusagen einmal auf die Seite. Hinteren Fuß darfst du aufgestellt lassen. Jetzt lässt du mal das Becken ein bisschen nach rechts, nach links, kurz so pendeln. Ihr seht, bei mir ist hier relativ viel Hohlraum. Das macht nichts. Gell? Bei dem einen wird es ein bisschen weniger sein, beim anderen ein bisschen größer. Ganz weich. So, zum Abschluss in die Mitte. Jetzt lässt du die linke Hand auf der Matte. Rechter Arm streckt sich. Also da, wo das hintere Bein lang ist, den Arm streckst du. Malst einen großen Kreis nach hinten. Schaust du mal die rechte Ferse an. Malst einen Kreis nach unten. Öffnest wieder auf. Mal den Kreis wieder vor. Jetzt strecke dich und jetzt geht's Schwung. Und wieder lang machen. Und wieder lang. Mach noch zweimal. Locker lassen. Aufspannen. Locker lassen. Letztes Mal noch. Zum Abschluss treffen wir uns hier. Richtest dich wieder in die Mitte ein. Hebst deinen Oberkörper so hoch es geht und versuchst mal deine Arme zu lösen. Ziehst die Schulter nach unten, machst dich groß und drehst dich jetzt zur linken Schulter. Ausatmen, Twist. Ein in die Mitte, nur die linke Schulter. Ausatmen, dreh dich. Ich weiß, das ist interessant, gell? Jetzt brauche ich die Hüftöffnung. Ich brauche Kraft im Rücken.
Genau, Beweglichkeit links außen in der Hüfte und rechts vorne. Wenn du dich traust, zweimal federn. Wupp, wupp und wieder in die Mitte. Aus, aus in die Mitte. Mach ich noch viermal für dich. Antje, es freut mich, dass du später nachtunst. Es wird alles für die Nachwelt festgehalten. Sehr schön. Letzte Runde noch. Zum Abschluss. Komm in die Mitte. Stellst du die Hände auf in dein Dreieck. Oh ja, du darfst den Körper spüren. Gell? Fächer die Finger wieder groß auf. Alles, was dir gut tut. Gell? Ob du durchkneten möchtest. Alles anzukommen. So, jetzt brauchen wir noch die zweite Seite. Ne? Rechtes Bein hoch in die Taube. Knie schaut jetzt nach rechts, Oberschenkel schaut nach rechts. Du entscheidest hinteren Fuß locker, aufgestellt, beides richtig. Hüfte, rechts, links, Becken, tief hoch. Genau, schön durchbewegen. Und es muss jetzt gar nicht schlimm sein, kann. Es kann manchmal sein, dass man denkt, oh Gott, ey, was ist mit der Hüfte los? Ja? Dafür sind wir da, dass wir wieder beweglichen, dass es vor allem im Rücken gut tut wieder. Zum Abschluss in die Mitte. Jetzt rechte Hand aufstützen, linker Arm und spannen richtig mal dich auseinander. Blick nach hinten und jetzt großer Kreis vor und wieder öffnen. Großer Kreis vor und wieder öffnen. Genau, nimmst dein Tempo. Und jetzt ausschwingen, wenn du vorne bist. Und ein, wenn du lang machst. Ausschwingen. Lass dir Zeit. Und aufdrehen. Mach noch zweimal. Letzte Runde. Oh, wir treffen uns hier. Jetzt wieder aufrichten. Arm öffnen. Drück die Schulter nach unten. Dreh dich über deine rechte Schulter. Schau mal der rechten Hand nach. Komm zurück. Mach weiter. Dreh dich nach rechts. Mach weiter. Ausatmen. Über deine rechte Schulter. Ich muss kurz was hin. Über die rechte Schulter. Ja. So, wenn du dich traust, sagst du, okay, ich feder zweimal. Locker, locker und in die Mitte. Ja, und durch das Federn löst sich das Gewebe. Kannst du dir vorstellen, das springt so auf. Ja, wenn wir reinfedern. Zweimal. Wupp, wupp. Letzte Runde. Wupp, wupp. Treffen uns in der Mitte und schieb sich in die Gegenrichtung. Genau, ihr dürft stöhnen, jammern, ja? Es ist alles erlaubt. Ihr seid unter uns, also auch wenn wir nicht unter uns sind, gell? Ihr dürft immer stöhnen, jammern. Oh, pendel dich ein und komm in den Sitz. Dreh dich zu mir nach vorne, gern auch ihr, trinkt ruhig was, gell? Stärkt euch. Und dann die letzten Übungen ohne Rolle. Und zwar brauche ich diesen Mermaid-Sitz, diesen Z-Sitz. Einmal linker Fuß nach hinten. Rechter Fuß vor. Ich mache wieder spiegelverkehrt für euch, wenn ich frontal bin. Gut. Bringst die Hände erstmal auf die Seite. Jetzt dein linkes Bein nach vorne und nach hinten. Nach vorne, wieder nach hinten. Jetzt brauche ich Beweglichkeit in der linken Hüfte. Vor und zurück. Wenn du sagst, Sina, das ist so fad, gell? Dann legst du die Hände vor. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Beweglichkeit. Genau, wenn du sagst, Sina, ich habe immer so Probleme auch mit Tiefkniebeugen, ne? Und beim Hot Iron will ich das immer schön machen, streck mal die Arme zur Decke. Jetzt brauche ich Hüftbeweglichkeit, Stabilisation, Schultern, Oberkörper. So, du entscheidest, welche Variante, gell? Vor und wieder zurück. Gut, zwei, dreimal noch. So, zum Abschluss, hoppala, schau mal, der Mathe will mitmachen, lässt du das Bein einfach auf die Seite wandern. Genau, hebst dich an, drehst dich zu deinem linken Bein, spannst dich auf, flex mal den Fuß, also zieh ihn zu dir ran. Jetzt greifst du mit der linken Hand nach innen, rechter Arm öffnet, dreh dich auf, dreh dich zur Decke, mal den rechten Arm nach hinten, stütz dich auf und spanne dich wieder in den Boden. Schau mal vom Gefühl zum Boden nach unten. Kommst wieder zurück, beide Hände hoch und zieh dich nach vorne, flex den Fuß, streck dich rein. Linker Arm greift innen,
Rechter Arm öffnet. Dreh dich zur Decke. Großer Armkreis. Und spanne dich auf. Öffne dich. Und wieder tief. Zweimal noch. Vorziehen. Reingreifen. Aufdrehen. Spür mal was. Welche Stelle im Körper spürst du? Welche wird jetzt intensiv? Oder fühlt es sich für dich ganz leicht an? Letzte Runde noch. Nach vorne. Reingreifen. Öffnen. Aufdrehen. Und Bogen spannen. Wenn du zurückkommst, bleib im Sitzen. Stellst beide Füße auf die Matte ab. Und bringst die Fingerspitzen einmal zum Gesäß. Schiebst dich in den Stütz. So, gibst du ein bisschen Power. Aber was ich jetzt will, wir verbringen unsere Wirbelsäule wie so ein nasses Handtuch. Nimm mal deine rechte Hand und großer Bogen. Und versuch mal, beide Hände in den Boden zu drücken. Kommst wieder zurück. Und wechselst linker Arm hoch und dreh dich und versuch die Hände runterzubringen. Und wiederum, jetzt merkst du, umso höher dein Po bleibt, umso interessanter verdrehen wir die Wirbelsäule. Ne? Also wirklich wie so ein nasses Handtuch die Wirbelsäule auswringen. Machen wir noch zweimal. Großer Bogen. Ja, vielleicht ist auch eine Seite ganz easy, ja? Und die andere Seite ist so ein festeres Handtuch. Ne? So, wenn du zurückkommst, Becken wieder absetzen, dreh dich wieder zu mir nach vorne und wir wechseln die Füße. Wir legen links vor, rechts nach hinten. Erste Variante abstützen, Fuß vor und zurück. Jetzt kann sein, dass du sagst, oh, auf der Seite bleibe ich so. Ja? Wenn du sagst, es ist zu leicht, einmal hier. Vor, zurück. Wenn du sagst, zu leicht, streck dich. Jawohl. Wichtig immer, dein Tempo, deine Variante. Ja? Für jeden was dabei. Machen wir noch viermal. Ja, und ihr merkst, ich muss jetzt nicht nur die Hüfte loslassen. Gell? Ich brauche Power im Rumpf, Stabilität in den Schultern. Letzte Runde. Und zum Abschluss, Bein vor, streck es aus, öffne, dreh dich einmal zum Bein. Jetzt brauche ich deine rechte Hand innen. Linker Arm dreht auf. Schau mal zur Decke. Mal deinen Bogen. Stütz die Hand ab. Groß auffächern. Und spanne dich auf. Kommst wieder zurück. Lass die Hände dann wieder aufsteigen. Und streck dich. Greifen. Bogen aufspannen. Öffnen. Und ziehen. Jawohl. Machen wir noch zwei Runden. Jawohl, gerne deinen Rhythmus. Tiefer Stretch. Gell? Es kann jetzt nicht nur die Beinrückseite spürbar werden, vor allem auch der Rücken. Gell? So die seitlichen Flanken dürfen auch wahrnehmbar sein. Letzte Runde noch. Aufdrehen. Und reingreifen. Aufspannen. Jetzt, wenn du zurückkommst, setzen wir uns wieder hin. Nimmst die Füße wieder nach vorne. Und dann mach dich einmal ganz rund, greif die Fußfesseln und roll dich wie ein Ball vor und zurück. Spar deinen Nacken aus, der Kopf ist in der Luft, ganz leise. Jetzt, wenn du vorne ankommst, stell mal den rechten Fuß auf und das linke Bein klappst du ein. Machst dich wieder rund, linker Fuß vor, rechts einklappen. Also zwei, dreimal noch. Rund und nach vorne. Einmal rund. Und nach vorne. Jetzt brauche ich das nächste Mal deinen rechten Fuß vor. Rechter Fuß. Hebst die Arme an. Linker Ellenbogen dagegen und drehst dich über die rechte Schulter. Kommst zurück. Rund. Stellst den linken Fuß auf. Und einmal Ellenbogen. Schau über die linke Schulter. So zwei, dreimal nach. Und rund. Und Twist. Und rund. Und Twist. Jede Seite noch zweimal. Und Twist. Genau. Hier lösen wir schon richtig schön das Gewebe im Rücken. Und Twist. Jede Seite noch einmal. Letztes Mal. Und komm in die Mitte zurück. Super.
So, jetzt starten wir mit der Rolle. Kurzer Ausflug, schnappst dir einmal die Rolle, trinkst was. Meine Matte quietscht heute so, gell? Also, ich bin's nicht, gell? Das ist die Matte. Ich bin in time, es ist ja ein Traum. So, wenn du soweit bist, nimmst du die Rolle nach vorne. So, und wir machen erstmal die Waden. Gerne deine rechte Wade zuerst, obwohl wir mal eh beide gleich. Du startest ganz unten, stützt die Hände ab, kommst langsam nach oben. Ganz langsam, ganz langsam. Wir lassen uns Zeit, Weg nach oben. Jetzt seht ihr, ich kann immer so ein bisschen meine Hände versetzen, sodass ich langsam nach oben komme. Und dann langsamer Weg, wenn ich oben ankomme, wieder zurück. Jetzt versuchst du mal, nicht ganz exakt die gleiche Stelle auszurollen. Also ich drehe mal den Unterschenkel ein bisschen ein, ein bisschen aus. Und ich versetze immer, das ist ein bisschen leichter zu stützen. Genau. Also ich darf alle Facetten des Unterschenkels nehmen. Die Faszienforschung ist ja noch gar nicht so alt. Also die Faszien gibt es schon immer, gell? Aber die Forschung, dass es so interessant ist für die Forschung, gibt es noch nicht ganz so lange. Weil ich immer wieder gefragt werde, ob es super ist für die Venen, wenn ich hier drüber rolle. Es wurde noch kein Gegenteil bewiesen. Das heißt, gesunde Venenklappen, wenn man drüber rollt, gehen auf und wieder zu. Ja, haben noch keine entgegensätzliche Forschung stattgefunden, die natürlich Venenleiden haben, also die auch beim langen Sitzen und Stehen Thrombosestrümpfe tragen müssen, ja, oder beim Fliegen, die da Probleme haben, sprechen mit ihrem Arzt. Und ansonsten gesunde Venenklappen wurde noch nichts gefunden. So, wenn du sagst, es ist dir zu leicht, hast du immer die Chance, dein zweites Bein draufzulegen. Du entscheidest. Schön langsam, dass wir das Wasser rausschieben. Und wir haben, wenn ihr euch erinnert, am Anfang sind wir richtig schön gesprungen, haben wir richtig schön die fasziale Kette im Fuß, in der Achillessehne, in der Wade aktiviert. Gell? Und jetzt drücken wir richtig schön das Wasser raus. Frisches Wasser reinzubringen. So, letzte Runde noch für dich. Und zum Abschluss rollen wir nach oben. Das wäre dein letztes Mal. Du rollst zum Abschluss nach oben Richtung Kniekehle. Und wenn du dann oben ankommst, das wird jetzt bei jedem anders sein, der eine braucht ein bisschen länger, der andere ist schon angekommen, wechselst du das Bein. Das ist das letzte Stützen. Ja? Du darfst das so ein bisschen spüren. Wir starten mit der zweiten Wade. Du entscheidest. Ich kann immer leichteren Druck wählen. Gell? Ein Bein drauf. Oder ich kann größeren Druck wählen. Gerne wieder ein bisschen eindrehen und ausdrehen. Gerne so für dich mal ankommen. Wo sind denn so besondere Stellen, vielleicht jetzt beschäftigt. Wenn ihr privat mal daheim ausrollt, müsst ihr den Körper jetzt nicht vorbereiten. Also wir haben jetzt 45 Minuten richtig schön den Körper bewegt. Das müsste man nicht. Du kannst auch gleich rollen. Dieses Rollen ist wirklich nur so ein kleiner Tool, um die Faszie zu lösen. Ja, wenn du sagst, es ist super, die Seite nimmst du einfach das zweite Bein drauf. Ja? Die nächsten zwei Tage wird dann frisches Wasser aufgefüllt. Das passiert über die Blutgefäße, dass wir ganz frisches, gleitfähiges Gewebe haben. Das ist ganz wichtig, dass die Schichten nicht verkleben, sondern dass sie gleitfähig bleiben. Und dafür brauchen sie viel Wasser. So, letzte Runde. Du rollst dann nach oben, ne? Das letzte Mal. Also Richtung Kniekehle wäre das letzte Mal zu rollen. Und wenn du dann ganz oben angekommen bist, dann löst du einmal. Gut. Kommst jetzt auf die Seite, kommst zu mir nach vorne. Jetzt, wir machen noch die Außen- und Innenseite der Beine. Das Außen machen wir ganz schnelles Rollen. Ganz aktives, schnelles Rollen. Für die, die danach noch Sport machen wollen, können gleich loslegen.
Einmal unteres Bein ist oben, oberes Bein ist oben drauf. Startest du knapp oberhalb vom Knie. Auf die Plätze, fertig, so schnell es geht. Richtig schönes IT-Band, die Außenseite, Oberschenkel. Genau, die ist wichtig für deine Hüfte, für deine Knie. Jawohl, Lisa, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, schön Tempo, letzten Sekunden. Schnelles Rollen machen wir ganz kurz nur. Und halte schon an, das war schon. Ja, schnelles Rollen, wenn ich rauskomme. Schnelles Rollen ist immer ganz kurz. Ja, ganz kurz. Wechsel kurz die Seite. Und langsames Rollen kannst du länger machen. So, du weißt, was kommt. Wenn es dir zu leicht ist, man kann beide Beine strecken. Ansonsten leichte Variante, oberes Bein aufstellen. Auf die Plätze, fertig, los. Schnelle Außenseite. Genau. Richtig Tempo nehmen. Es kann sein, dass bei dir nicht spürbar ist. Das wäre schön. Ja, dann ist die Faszie frei. Gerade wer viel läuft, joggt, hat wahrscheinlich hier so ein bisschen festere Struktur. Das ist nämlich unser Band, was zum Laufen und Gehen wir brauchen. Kleine Kinder haben das noch nicht. Gell? Das entwickelt sich erst, dieses IT-Band. Und wir halten an. Kommst wieder raus. Also meine Matte ist halt verrückt. Gell? Die Faszie ist beweglich. So, letzte Runde. Innenseite. Kommst jetzt genau andersrum, oberes Bein oben drauf, unteres Bein habe ich hinten, Innenseite und jetzt rollst du innen, jetzt starten wir langsam, an der Innenseite entlang, Richtung Schambein. Genau, ganz langsam, nach innen rein. So, Männer nur so weit, wie es anatomisch möglich ist. Gell? Die Damen, ihr dürft bis Richtung Schambein rollen. Gell? Knochen braucht man nicht. Den sparen wir wieder aus und dann gehst du die Rückseite wieder. So, spür mal den Unterschied zu außen. Jetzt die Innenseite. Was gibt es hier zu entdecken? Und schön langsam bleiben. Zweimal noch so langsam. Merk ganz anderes Gefühl für die Faszie. Gell? Also springen ist Kraft für die Faszie. Dieses Verwringen über mehrere Gelenke, das liebt sie, weil der ganze Körper alles miteinander kombiniert. Gell? Deine Knochen, Sehnen, Bänder verbindet sie mit deinen Organen, mit deinen Blutgefäßen. Gell? Und wenn wir uns so verdrehen über mehrere Gelenke, dann muss die ganze Faszie mitarbeiten und loslassen. So, wenn du am Schambein ankommst, zweite Seite, lass dir Zeit. Das war dieses Verbringen, ja? Dann haben wir noch dieses Federn gemacht oder dieses fasziale Stretch im Stretch Federn. Da springt das Gewebe auf, wenn es verklebt ist. Und hier beim langsamen Rollen schieben wir jetzt das alte Wasser raus. Vielleicht habt ihr ja schon mal eine Faszienflow-Stunde mit mir gemacht, da sage ich das immer gerne mit den Gummibärchen. Gell? Wenn man eine frische Gummibärchentüte hat und man macht die auf, dann sind die ganz saftig. Gell? Man könnte die Gummibärchen auseinanderziehen, die reißen ganz spät. Also da musst du die schon mega auseinanderziehen. Und die ziehen sich auch dann wieder zusammen. Ne? Die gehen wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Müsst ihr gleich mal ausprobieren. Ne? Nach Mittagessen ein Gummibärchen. Und wenn du ein altes Gummibärchen unter der Couch ein Jahr liegen hast lassen und du findest es rein zufällig wieder, das kann ja mal vorkommen, und du ziehst dieses alte Gummibärchen auseinander, entweder reißt es sofort oder es wird mega lang, aber es zieht sich nicht mehr zusammen. Müsst ihr mal testen. Und so ist dein Fasziengewebe. Wenn das frisch ist mit viel Saft, kann ich es auseinanderziehen und es zieht sich in die Ursprungsposition zurück. Und wenn es nicht gebraucht wird, wir viel einseitige Bewegungen machen, letztes Mal, dann reißt es, gell? Also das geht nicht mehr zurück. Also wir wollen ein frisches Gummibärchen sein. Zum Abschluss zum Becken, nach oben. Wenn du soweit bist, löst du. Also danach sind wir nach dieser Stunde gleich ein frisches Gummibärchen, ich sag's euch. So, letztes Mal hier rollen, den Rücken nur ganz kurz. Den Rücken mache ich immer, weil das ist mit die stärkste Faszienseite, der Unterrücken mit der Fußsohle zusammen und oft so ein Punkt bei den meisten, die es zu fest ist. So, wir rollen über den Rücken,
und gehst auf die Schulterblätter. Vielleicht roll ich mal kurz aus dem Bild, das macht man nicht. Auf die Schulterblätter, Nacken ist in Luft und wieder zurück. Genau. Aber ich wandere gleich eh darüber. Das weiß ich schon. Ich habe mich schon positioniert, weil ich gleich eh wieder zur Blume Hallo sag. So, wie du möchtest, deine Arme, die kannst du auf dem Boden lassen. Wichtig ist immer, der Nacken ist in der Luft. Ja? Vielleicht ist es dir auch angenehm, die Hände vorne zu kreuzen. Ja, also das kann wirklich bei jedem anders sein. Und ich liebe es, mich nochmal hier zu strecken. Ja? Aber das entscheidest du 2-3 Mal noch. So. Dann kommen wir nämlich auch gleich schon zum Ende. Geht es nicht immer schnell vorbei, oder? Oder geht nur mir das? Ich hoffe euch auch, gell? Gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man schon hier auf die Uhr schaut. So, letztes Mal noch dein Tempo. Die Entspannungsmusik ist schon am Start, ist doch super. So, zum Abschluss setzt du dich hin. Gut, nimmst die Rolle raus. Und drehst dich so in die Bauchlage. Meine Matte möchte heute nicht so wie ich. So, wenn du in der Bauchlage angekommen bist, öffne die Arme rechts und links, ganz breit. Rechten Fuß in die Luft. Rechtes Bein hoch und ziehst deinen rechten Fuß ganz weit nach links. Schau mal über deine linke Schulter und feder jetzt lässig hinein. Versuch mal, deine rechte Schulter auf der Matte zu lassen. Und feder, verdrehe wieder deine Wirbelsäule. Ganz lockeres Impuls. In deine tiefste Position. Atmest ein und kommst wieder langsam zurück. Und löst den linken Fuß. Hebst ihn an. Twist. Dreh den Blick nach rechts. Schau mal zu deinem Fuß und pulsiere rein. Spür mal in den Rücken. Was gibt es da zu entdecken? Pulsierst in deine tiefste Stelle hinein, atmest tief in deine Rippen und aus, kommst langsam zurück. Kannst gerne mal kurz die Stirn ablegen, mal kurz reinspülen in deine Rückseite. Es darf sich ein bisschen komisch anfühlen. Ne? Hände unter die Schulter, drückst dich kurz zurück, gehst gleich in dein Dreieck, spannst dich aus. Und jetzt machen wir zum Abschluss nochmal den Elephant Walk, den wir vorhin gemacht haben. Wir hatten den parallel und ausgedreht. Und du wählst die Variante, wo du sagst, die war für mich viel interessanter. Ausgedreht oder parallel. Und wanderst wieder langsam nach vorne. Lass dir Zeit. Spür mal, wie geht's jetzt an der Rückseite? Gibt es einen Unterschied zum Anfang, wo wir das gemacht haben? Und wenn du an deinen Händen ankommst, dann lass den Kopf fallen, lass die Schultern sinken, beugst die Knie, rollst dich langsam auf. Und dann streck dich nochmal nach oben. Ich sage, ich bin schon rübergewandert, gell? Streck dich nach oben, bring deine Hände zusammen. Und jetzt geht die Nicole entspannt in die Arbeit und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Mittagspause. Schön, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Faszienflow oder auch andere Kurse. Vielen Dank, eure Sina.